Hallöchen, da sind wir wieder. Ich habe mittlerweile 2 Folgen aufgenommen, die werdet ihr aber nicht zu sehen kriegen. Zum einen bin ich da super gefrustet und zum anderen will ich hier nicht so mega lang euch tagelang den gleichen Boss zeigen. Das heißt, wenn an so eine Situation wie jetzt habe ich gar nicht gedacht, dass ich hier stundenlang an so einem Boss rumschnitze. In dem Fall kann es sein, dass ich einfach Folgen aufnehme, ihr aber die Folgen nicht zu sehen kriegt, weil irgendwie 5 Folgen, wenn ich nur 3 Folgen die Woche hochlade, 5 Folgen lang den gleichen Boss, ja, ne, brauche ich euch halt nicht anbieten. Insofern, stellt euch mal drauf ein, maximal 2 Folgen für einen Boss. Dann passt das. Dann habe ich zwar das, was ich in der ersten Aufnahmesession gesagt habe, mit Cutten und so. Ja, ist so. Ich bin kein Freund des Cuttens, da bleibe ich bei, aber euch 5 Folgen am Stück den gleichen Boss zu zeigen, wo ich teilweise gefrustet bin und 10 Minuten lang nichts sage, ist halt auch nicht Sinn der Übung. Nicht wahr? Und deswegen hoffe ich, dass diese Folge die ist, in der ich den Boss schaffen werde. Wenn nicht, werde ich nur noch ein paar mehr Folgen aufnehmen, nicht wahr? Nicht wahr? Boss Nummer 1. Die letzte Phase habt ihr ja, da ich ja jetzt quasi... Dings hier... Boah, was wollte ich sagen? Ich habe voll den Faden verloren. Achso, da ich ja jetzt quasi 2 Folgen rausgeschnitten habe oder 2 Folgen nicht hochlade, habt ihr die letzte Phase natürlich noch nicht gesehen. Ich habe die letzte Phase schon gesehen und stellt euch mal ganz sicher drauf ein, dass ich in der letzten Phase aber sowas von 3 Lebenspunkte brauchen werde. Weil in der letzten Phase, wo wir jetzt sind, da kann man schon mal seinen Popfilter vollspucken. Das ist natürlich richtig angenehm. Ihr werdet es gleich sehen, der Kopf kommt gleich schon geflogen. Krieg einen Kopf, ich krieg einen Kopf. Dieser Kopf macht einen einfach nur wahnsinnig und irre. Da! Ich darf mich einfach nicht zu früh bewegen. Da kann ich doch nichts machen. Ah! Die Sache ist, man ist hier so unfassbar viel mit Ausweichen beschäftigt, dass man kaum Zeit hat, hier mal anzugreifen und Schaden zu machen, weißt du? Das war super knapp. Das war sowas von super knapp. Ich wette mit dir, ich war nicht... Siehst du, guckt euch das an. Das ist einfach so mega, mega krass, dass man... Ich hätte auch gerne einen anderen Schuss, aber ich kann keinen anderen Schuss mehr kaufen. Ich kann ja nicht einfach irgendwie einen verkaufen und dafür plötzlich einen anderen kaufen. Ich habe die beiden Schüsse und bei der letzten Phase von diesem Boss sind diese beiden Schüsse einfach für ein Popo. Die ich hier habe. Und jetzt dash ich auch noch in den rein. Und nochmal, okay. Den Versuch können wir direkt canceln. Ich würde fast sagen, wisst ihr, was wir machen? Ja. Wir machen den Boss, den habt ihr jetzt immerhin schon gesehen, den machen wir aber, wenn ich andere Schüsse habe. Ich komme mit den Schüssen, ich brauche da irgendwie den Verfolgungsschuss oder auf jeden Fall irgendwas anderes. Ich habe jetzt so lange hier an diesem Boss rumgeschnibbelt, das bringt halt nichts. Das hat keinen Wert, deswegen gucken wir jetzt mal hier rein. Pyramid Peril. Hey,
This one will get red hot. And begin! Okay, LB sind die Bomben. Oh Gott. Wie war das? Y ist klein und schnell, alles klar. Das war der Perry. Muss erstmal wieder kurz mit dem Flugzeug klarkommen. Oh. Upsi. Wo sind denn hier eigentlich die Run-and-Gun-Level? Ich brauch, Dings. Ich brauch Münzen. Because of... I need another shot. Aber ich glaube tatsächlich, mit dem... Fuck. Mit dem... Fuck. Mit dem Schuss... mit den beiden Schüssen, die ich jetzt habe, wäre der Boss eben... Ich habe wirklich lang genug an ihm rumgedoktert. Oh. Ach, die machen einmal kurz, einmal lang, ne? So war das. Okay. Probieren wir uns jetzt noch ein bisschen an diesen Boss in dieser Folge. Katzen, was macht denn die Katzen? Waren richtig... Die Katzen waren ein bisschen scheiße. Ja, die Katzen... Hallo, wo kommt die denn her? Wo kam die her? Kann mir das bitte sagen? Holy moly. Ah! Okay. Ich weiß noch nicht so recht. Bomben cool, ja. Bomben cool, ja. Doch, kann man machen. Kann man mal machen. Boom. Oh nein, Pinocchio. Nein, ich will... Warum will ich denn mit aller Gewalt immer parryen? Weil parryen eigentlich ganz cool ist. Hör auf zu schießen. Junge. Oh Gott. Alles klar. Aber hier ist... Guck mal, hier ist Ende in Sicht, ne? Geht. Kann man machen. Schaffen wir in dieser Folge. Hoffe ich. Na, was machst du? Schwerter? Schwerter sind richtig fies, Kollege. Weißt du selber, ne? Ah! Huh! Nein, wie... Boah, was mache ich denn? Einfach super unnötig. Also bei dem... Okay, in der zweiten Phase sind die Bomben ja mal sowas von gut. Thank you.
Putz! Holy Moly! Oh, da kann ich nichts machen. Da konnte ich nichts machen. Aber wir kommen konstant eigentlich zweimal in diese Phase. Katzen. Katzen gehen so. Gibt Cooleres, gibt Uncooleres als Katzen. In dem Fall gibt es nichts Uncooleres als Katzen. Was soll ich denn da machen? Richtig übel. Wie viel Katze einfach raushaut. Das ist aber nicht schön. Das war gerade super close. That was a close one. Gottchen! Okay, ich nehme meine Aussage zurück, dass wir konstant an irgendeine Stelle kommen. Hier irgendwo in der Pampa rum. Ich wusste eben nicht, woanders, wo ich anders hin soll. Deswegen bin ich hinten um den rumgeflogen, Mann. Ich weiß da auch nicht. Verurteilt mich nicht dafür. Ich habe jetzt schon absolut überhaupt keine Lust, selbst wenn ich andere Schüsse habe, auf den Boss von eben. Oh, ich dachte, ich bin hier Safe Zone. Hier bin ich Safe Zone. Tatsächlich Safe Zone. Mit den Bomben oben. Mit den Bomben oben Safe Zone. Boom. In your face, Pinocchio. Hat mir jetzt die Kugel getroffen oder die Mütze? Auf jeden Fall, ihr seht, Pinocchio hat schon geäxte Augen. Wir waren quasi in der letzten Phase. Quasi. Okay, das geht auch. Ja, halbwegs, sagte er. Naja, gut, für zweimal Parry ein HP geopfert. Weiß nicht, ob das so cool ist. Entschuldigung. Räuspern ist auf jeden Fall nicht so cool. Aber kennt ihr ja von mir. Hä, noch eins? Bin ich verzählt? Schuss umschalten. Und hier müsste Safe Zone sein. Ich ihn zurück, sonst treffe ich so wenig. Ist jetzt hier eine Geduldsfrage, aber hier oben, ihr seht es, es dauert ein bisschen. Aber wir sind absolut safe. Safer seinen schießenden Augen, safer den Geistern, die treffen wir. Oder habe ich bis jetzt immer rechtzeitig getroffen? Ein bisschen Geduld, aber geht. So, den hebe ich mir immer den ersten für Pinocchio auf. Fuck. Ah, in die Kugel reingeflogen. Ich wollte unbedingt Parry, weil wegen super, super und so, weißt du? Und stark. Was machst du?
nicht so cool vom Schmuck schon einmal getroffen zu werden. Das sollte man tunlichst vermeiden, wenn man den Schmuck als erste Phase hat. Finde ich zumindest. Also, wow. Das war ja mal nix. Ja, ich weiß, ich bin langweilig. Aber wenn man in so einem Spiel eine Safe Zone findet, dann sollte man sie tunlichst nutzen. Finde ich. Zumindest. Also verurteilt mich bitte nicht. What? Ich benutze das. Das Schnellfliegen benutze ich jetzt hier gerade recht selten, aber ich sehe auch nicht wirklich, wo ich das brauchen könnte, außer hier eigentlich, ne? Bin schon zweimal getroffen worden. Das hat keinen Wert. Die erste Phase muss definitiv besser laufen. Klar, man sollte nie aufgeben. Katzen. Hä, wo kommen denn die Katzen von links her, bitte? Was? Warum? Das ist ja auch nicht richtig. Ich muss so aufpassen. Nein, oh Gottchen, nee, das war ich, hab mich schon wieder verschätzt oder verzählt. Ich zähle nicht, ich schätze. Bei mir basiert alles auf Schätzung. Das heißt, ich hab mich verschätzt. Ich hab mich nicht verzählt, ich hab mich verschätzt. Okay, da kriegen wir hin hier. Die Geister, der schießt die Geister gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt ab. Die oberen. So quasi immer, wenn er auch oben ist und ich ihn treffen könnte. Jetzt schlägt's ein. Safe Spot. Ich mag Safe Spots. Ist der erste, den ich in dem Spiel gefunden habe. Wird wahrscheinlich auch der einzige sein. Mann. Oder der einzige bleiben. Pinocchio! Warum parry ich da nicht? Warum? Why I don't parry? Jo. Was macht er denn noch gleich mit seinen Pyramiden da? Was war denn das? Was passiert hier? Nein! Okay, die Pyramiden, fliegen die ganze Zeit nur im Kreis? Ja, das geht. Da, easy, das geht. Hier ist wenigstens Fortschritt zu sehen. Weißt du, in den zwei Folgen, die ich jetzt quasi nicht hochgeladen habe. Ja? Okay. Da war halt auch null Fortschritt zu sehen. Dann lass ich mich mal sterben. Und dann frustet das natürlich einfach enorm. Wenn du wirklich, wirklich überhaupt keinen Fortschritt siehst. Hopp. Das war fies. Der war gemein. Das war auch nicht cool. Das dafür weniger. Da habe ich gedacht, ich zerschieße es rechtzeitig. War aber nicht der Fall.
Katzen. Was ist denn das mit diesen Katzen? Also, ganz ehrlich. Die sind doch nicht immer alles zerschießbar an der gleichen Position. Nee, nee. Nix da! Oh, die zweite Phase ist so ein bisschen Entspannung. Konzentration auf Pinocchio. Aber mit einem Lebenspunkt, ich habe nicht so allzu große Hoffnung für diesen Run. Yay! Entschuldigung. Das war dumm. Ich war kurz unkonzentriert. Das darf man sich in diesem Spiel einfach nicht erlauben. Oh nein. Ich mag... Weiß ich nicht. Sorry, aber... Was soll ich denn da machen? Nehme ich wenigstens noch den Barry mit. Ja, nee, Unkonzentriertheiten darf man sich hier in diesem Spiel tatsächlich nicht allzu viele erlauben. Oh, ich bin zu früh. Ich bin zu früh hochgeflogen. Gerade kurze Schwächephase. Wird gleich besser, geht gleich los. Junge, sich durch diesen Schmuck durchzumanövrieren. Huh, sehr gut. Mal wieder volles Leben nach der ersten Phase. Hatten wir schon länger nicht mehr. Sehr gut. Zweite Phase. Safe Spot suchen, Bomben werfen. So. Ey, du bist der voll lame und so, ey. Was ist mit Safe Spot? Ey, ist feige. Nee, ist cool. Oh Gott, das war knapp. Vielleicht ist der Spot gar nicht so safe wie gedacht. Eat this, Pinocchio! Mano, wieso... Wieso hat er denn plötzlich noch ein fünftes Mal geschossen? Das hat er noch nie gemacht. Er hat kurz verzögert, aber fünfmal? Schmuck. Geist. Schmuck. Nein, ich bin vom Controller abgerutscht. So eine scheißen Dreck. Okay, oben. Das geht auch. Unten. Knapp. Super knapp. Oben. Sehr schön. Safe Spot. Zum Glück trifft er einen nicht, wenn er seine Tür aufmacht da.
Der letzte Boss, den ich abgebrochen habe, der frustriert mich immer noch. Aber da will ich einfach mit irgendeinem anderen Schuss rein. Deswegen würde ich jetzt gerne ein paar Run-and-Gun-Level machen in den nächsten Folgen. Mal gucken, ob ich die finde. Hör doch mal auf, wieder die Geister so zu spawnen. Immer wenn ich dich... Da, guck mal. Immer wenn ich ihn treffen könnte, spawnt er oben Geist. Gar nicht so dumm. Der denkt sich, wenn der sich da oben Safe-Spot sucht, dann... Zur Hölle mit ihm! Dieser Hut. Naja. Putz! Alter! Die Pyramiden. Kündigen die das an? Okay, aber guck mal, mit einer Super kriegen wir ihn schon ziemlich gut vors Finish quasi. Da kann ich nichts machen. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, den machen wir in der Folge noch. So nicht! Wenn ich das jetzt noch schaffe, Hut ab. Da konnte ich aber jetzt ausnahmsweise mal nichts für. Schwerter. Schwerter sind auch okay. Halbwegs okay. 3. Alle blau. Sehr schön. Dumm. Weißt du, also manchmal, es ist spät. Ich müsste eigentlich schon lange im Bett liegen. Aber ich will jetzt zumindest noch die Folge in den Kasten kriegen und den Boss machen. Aber manchmal kannst du mich einfach... Nee. Da kann man einfach nur sagen, nee. Da geht so nicht. Da kann man keinem anbieten. Komme ich bestimmt wieder nur mit einem Lebenspunkt. Ich brauche eigentlich... Theoretisch bräuchte ich wahrscheinlich nur 2 HP beim Boss noch. Um ihn relativ safe zu schaffen. Mano. Warum dauert das gerade so super lang? Okay. Aber hier durch die Pinocchio-Phase ohne HP zu verlieren durchzukommen, ist echt schwer. Wenn ich das mal sagen darf. Nein, nicht. Hatte gerade kurz Angst, dass ich in den Hut fliege. Du musst... Das ist kacke. Oh, ich wollte eigentlich hochfliegen. Habe ich nicht in der letzten Folge gesagt, dass ich so lange Folgen vermeiden will, aber hallo, Das sieht so aus, als würden wir das, als könnten wir das... Nee, komm, Katzen kannst du schon vergessen. Ich meine, wir waren schon 2-3 Mal kurz vorm Ende. Super krasser Shit. Voll am Upparryen hier. Nicht schlecht. Bringt mir nur hier gar nichts. Das war ein knapper. Das war scheiße, weil ich mich von diesem Ding hab verunsichern lassen.
Man darf sich niemals verunsichern lassen in diesem Spiel. Von nix und niemandem. Komm, spawn oben nicht so viele Geister, dann geht das schneller hier. Zumindest nicht, wenn du auch oben bist. Jawohl. Läuft. Na bitte. Ich glaube, hier würden mir die Bomben zum Beispiel nichts bringen. Richtig gut. Nein! Warum? Warum war ich da so eingekesselt gerade? Ich hätte parryen sollen, dann wäre alles gut gewesen. Wie habe ich das überlebt? Ich weiß es nicht. Da ist das Ding. Das war zwar nicht sonderlich gut, aber egal. Was gibt das, ein B? Ein A minus. Okay, Freunde, dann soll es das an dieser Stelle für heute gewesen sein. Ja. Wenigstens ein Boss geschafft. Vielleicht können wir jetzt Jimmy the Great. Vielleicht können wir jetzt zu den Run-and-Gun-Leveln, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich brauche unbedingt einen neuen Schuss für den, hier für die alte, für alte Süßigkeiten-Bitch hier. Unfassbar. Unfassbar. Ha. Wenigstens noch mit einem Erfolgserlebnis beendet die ganze Sache. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.